A. Okay, haben wir nicht. C. D. E. F. G. Okay, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert. Wir fangen nicht mit A an, sondern fangen mit C, D, E, F, G, A, H, C. Das meine ich die Tonleiter. Wenn kein B da ist, sind diese Buchstaben hier, A, B, C, D, F, G, H. Ne, gut, das wäre auch noch mit drin, aber. Ich probiere es nochmal. Vielleicht habe ich zu viel. C, D, E, F, G, A, H. Also waren schon die Tonleiter mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, was da hier sonst jetzt noch so kommen sollte, theoretisch. Ja. Oder ich habe jetzt keine Anleitung bekommen. Ich gucke mich vielleicht doch noch ein bisschen weiter um. Vielleicht war ich hier auch falsch. Ich gehe mal gerade hier hinten zu dem See. Das ist ja schon ein bisschen mysteriös hier, warum der überhaupt da ist. Wird wohl wieder ein Grund, damit es versteckt ist. Komm. Da haben wir auch schon eine Kiste. Siehst du mal, ja. Siehst du mal. Kiste, Kiste, Kiste. Diamant drin. Okay, das war jetzt nur für den Highscore. Gehe ich nochmal ein Stückchen weiter. Die andere Richtung, ich glaube, hier war nicht irgendwo so eine Jagdhütte oder irgendwas. Nee, ist nichts mehr. Oder? Nee, im See ist nichts mehr. Ich gehe nochmal da hinten hin. Das ist schon wieder zu verdächtig jetzt gleich. Also, die beobachten mich jetzt hier aus der Nähe oder Ferne oder was auch immer. Vielleicht war ich auch komplett falsch. Ich gehe mal da hinten hin. Ich habe ein Ei gefunden. Gucken wir mal in die Hütte hier rein. Was ist hier los? Und was haben wir hier? Fahrt zur alten Ruine. Okay, nee, da müssen wir, glaube ich, jetzt mal nicht hin. Ich gehe jetzt mal hier rein. Geht nicht, ich kann da nicht rein. Yay. Kann da nicht rein. Das sieht schon zu verdächtig aus hier fast. Das sieht so verdächtig aus hier oben drauf, aber kommst du auch nicht rein. Wenn ich jetzt da runterspringe, weiß ich nicht, ob ich noch zurückkomme. Okay, nee, durchs Dach geht's nicht rein. Hätte ja sein können. Autsch. Irgendwas versteckt hier? Nee, nicht wirklich. Ich gehe doch mal hier nochmal ein Stück entlang. Ich hake einfach erstmal alles ab, bevor ich jetzt zur alten Ruine gehe oder was auch immer. Hier geht's auch noch weiter. Okay. Aber hier ist die Straße zu Ende. Endstation geht's nicht weiter. Okay, dann halt nicht. Versuch was, werde ich jetzt mal zum Hochsitz. Wenn ich das auch abgehakt habe. Und gucke, ob ich hier irgendwie entlang kann. Wenn nicht, gehe ich dann einfach zur alten Ruine. Ich wüsste jetzt nicht, was das so allgemein damit zu tun hat. Oben wird vielleicht wieder eine Kiste oder irgendwas sein. Ne, da komme ich gar nicht hoch. Ist da eine Kiste? Da ist aber eine Kiste. Oder? Doch, da ist eine Kiste. Ich hätte eine Idee, wie ich da drauf komme, aber. Was ist das eigentlich? Sieht aus wie ein Riesenpilz. Ich könnte hier nochmal hochgehen. Ups, so. Keine Ahnung, vielleicht bringt's was. Nee, das wird nicht. Muss halt mal alles ausprobieren, gell? Alles ausprobieren, alles getestet. Und dann, ja. Nee, aber das sieht aus wie ein Pilz oder so. So, mal einen Pfeil drauf zu schießen. Oh, verdammt. Ganz spannend. Nee, der ist drüber. Nicht ganz. Der war auch noch drüber. Jo, irgendwas wird's gewesen sein. Egal, wir haben ja genug Pfeile. Auf dem Hochsitz ist eine Kiste. Ich hätte eine Idee, wie man da vielleicht hinkommen könnte.
Das ist aber ein kleiner Umweg jetzt, denke ich mal. Dann mache ich das aber trotzdem halt mal gerade. Das ist jetzt die Frage, ob das geht, das wird sich hier vorne entscheiden. Ja, das müsste gehen. Muss mal hier vorne aufsteigen. Erstmal, ich war schon auf dem Dach drauf, bisschen über die Bäume springen. So. Dann da hoch und dann da hoch. Dann da drauf und jetzt ein bisschen hier Tarzan spielen. Dann über die Bäume sich hier drüber bewegen. Bis man dann da ist. Aber das mache ich gerade mal. Wenn ich schon dabei bin, komm, dann kann ich es auch noch machen. Ich habe soweit, glaube ich, schon alle Diamanten und so gefunden. Die gibt es allgemein, schätze ich mal. So, dann hier vorne auf den anderen Baum drauf, wenn das geht. Ich hoffe mal, ich... Warte. So eine Art, genau. Und dann halt hier entlang. So ein bisschen. Ein bisschen. Doch, das geht. So, dann da weiter. Und hier hoch. Bis zum Hochsitz vorarbeiten. Jetzt natürlich nicht runterfallen, weil dann habe ich mich verkackt. So, dann da hoch. Dann... Jetzt nicht nach unten gehen. Besser noch in irgendein Astloch rein, wo du nicht mehr rauskommst. So. Kiste öffnen, Schallplatte. Okay, Music ist. Das wäre auch wieder für Dingensöhne. Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr oben rumtummeln. Das ist jetzt nur noch Deko, glaube ich, vom Wald. Also die Map ist natürlich begrenzt. Das heißt, da gehe ich hier runter wieder. Und gehe mal zu dieser Ruine, wo auch immer das jetzt sein soll. Ich habe soweit alles abgeguckt. Das wäre jetzt der einzigste freie... Der einzige, sorry, freie Spot, sage ich jetzt mal. Nicht Spot, sondern Spot. Wo noch etwas wäre, eventuell. Aber verstehe ich, warum die Tür nicht aufgeht hier. Wenn man schon mal da ist. Wahrscheinlich wird die auch wieder aufgemacht. Weg zur alten Ruine. Da beeile ich mich gerade mal. Wie jetzt? Rechts oder links? Ich gehe mal rechts entlang. Haha, Labyrinth, willkommen, wunderbar. Labyrinth, aber Labyrinth sind ja meine Spezialitäten. Ich finde mich eigentlich meistens immer ganz gut zurecht in Labyrinthen. Das heißt, man muss, natürlich gibt es immer einen kleinen Trick, den man anwenden kann. Und ich behaupte mal, es wird nicht allzu lange dauern, bis ich da dann auch schon durch bin. So. Also hoffe ich zumindest mal. Probieren wir es aus, probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Natürlich den Weg zurückzufinden ist auch nicht ganz leicht dann. So, das da hier. Ah, gruselig. Erschreckst du erstmal voll, wenn das Bild siehst. Herobrine, na klar. So. Jetzt geht's hier aber dann lang. Ja, ist ein bisschen durcheinander. Jetzt vielleicht auch vom Blättergewirr und allem. Kann ich gucken? Nee. Aber ich finde hier durch, keine Sorge. Don't worry, da haben wir sie doch schon. Okay, das wäre sowohl die Ruine. Ich weiß nicht, was die jetzt hier für eine Rolle spielt. Da ist ein Button. Dreh dich um. Mein Gott. D-H-G-A-C-E-F. Ach, jetzt sind auch Bildern hier. Pass mal auf, das schreibe ich mir mal auf, damit ich nicht das hier vergesse. Zettel und Stift. Das war wahrscheinlich wieder vorne. D-H-G-A-C-E-F. D-H-G-A-C-E-F. Okay, also vorne, das waren die Tonleiter da vorne. Ah, okay, okay, okay. Sehr nice. Vor allem schön, überhaupt nicht gruselig, ne? Nein, überhaupt nicht gruselig da. Und hier geht's dann eigentlich auch nicht wieder allzu viel weiter, sondern den Weg zurück müssen wir jetzt finden. Falls ich den finde, ich bezweifle es so leicht. Also hinfinden war jetzt okay, aber zurückfinden ist jetzt ein kleinen Tick schwerer. Wissen wir ja, da war ich ja schon. Müsste ein kleinen Tick schwerer sein, eigentlich jetzt.
So, wartet, kurz überlegen. Muss mehr so in die Richtung jetzt gehen. So. Und dann da entlang. Genau. Ne, habe ich nicht allzu weit verlaufen. Wunderbar. Aber hier. Ne, geht nicht auf. Ist einfach nur zur Deko da. Okay. Okay. Okay, Deko. Aber ich habe jetzt den Code bekommen für da hinten. Ich wusste doch. Naja. Tonleiter war zumindest meine Idee jetzt. Da baut sich jetzt auch wieder hier das Anwesen auf. Von weiter weg guckt. Schön eigentlich. Eigentlich schön. Jo. So, da vorne war das komische Teil. D-H-G-A-C-E-F. Dann gucken wir, was passiert. Bestimmt einiges. Und Jump und Jump und Jump. D. D. H. G. A. A. Da. Nee. A. C. E. F. Ich dachte für eine Sekunde, hey, warum geht das nicht? Lese den 11. Brief und hier kommt auch schon der 11. Brief. Okay, dann würde ich doch glatt mal sagen, gehe ich dann mal in den Keller, der gerade geöffnet wurde, weil ich ja dann das ganze Zeug, nochmal Stromzug wieder herstellen muss. Wahrscheinlich da ist ein Generator und dann den anderen noch anschmeißen, dann kann ich auch in den Schutzbunker da rein. Bin gespannt, ob jetzt ein NPC drin steht, das wäre lustig. So, wo ging es hier nochmal rein? Hier hinten, gell? Da durch die Tür wieder rein und einmal nach hier vorne wieder raus. Und dann hier rein. So. Keller unter der Eingangshalle. Das heißt, da müsste ich hier wieder hoch. Das ist unglaublich. Ich kenne mich echt mittlerweile in dem Haus aus, als ob ich hier wohnen würde. Ich weiß schon genau, wo alles ist. Eingangshalle war dann hier vorne. Das heißt, ouch, hier ein bisschen weiterlaufen. Lauf, 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 lauf. Links abbiegen. Das ist aber ein Hammerhaus. Wenn man so im Haus wohnt, hier, das ist Respekt. Das ist eine Villa. Eingangshalle, Keller unter der Eingangshalle, also hier. Zack, und jetzt können wir hier die Stromzufuhr wiederherstellen. Aha, Dispenser. Ja. Ja. Ah, okay. Sebastian, falls du jetzt zuschaust, das war also das, was du erzählt hast mit dem. Ich habe so eine Art Annäherungssensor gemacht. Dann hat er gemeint, ja, es hat auf seiner Adventure Map auch verbaut. Nur halt jetzt ein bisschen anders. Schön, dass du. Jetzt weiß ich auch, was es ist. Genau hier an dieser Stelle, ja. Also IP werden von Plänen angezogen und dann fallen hier von Druckplatte. Jetzt geht hier eine Tür auf. Nur ich weiß gerade nicht welche. Achso. Eingang verriegeln, / öffnen. So. Was ist jetzt passiert? Achso, vielleicht der Eingang ganz oben raus. Also hier die Türen. Yep, jetzt kann man also das Haus verlassen. Jetzt geht's hier schon mal raus. Da sehe ich die Stromleitung. Haha. So. MC, JF. MC, AG. Wo wohnt ihr eigentlich, dass ihr die Nummernschilder MC nehmt? MC, DK60. Oh, ein Hook hinten dran. Haha. Jetzt wissen wir schon mal, wo ihr wohnt, MC, weil ihr wahrscheinlich eure Stadt oder so genommen habt. Da sind die Strommasten. Ich laufe ein Stückchen weiter. Wenn ich das wieder in den Wald oder so rein muss, ich guck mal, ob hier irgendwo noch ein anderes Notaggregat steht. Oh, das sieht doch mysteriös aus. Ups, EP sind da gelandet. Schon wieder, ach komm, hör auf, mich in dem Drogen dazu zu schmeißen. Forsthaus, nimm die rechte Tür. Was mit der linken? Ja, Hero Pride. Ah.